Willkommen zurück zu Minecraft 1.20 und wir betreten jetzt für drei Videos unsere Survival World, die wir jetzt seit dem 2.2. nicht mehr betreten haben. Aber warum komme ich jetzt so spät damit eingeplant? War es eigentlich heute Nacht um ja so gegen 3 aufzunehmen. Aber das Ding ist, mir ging es gestern Abend richtig schlecht. Mein Magen tat mir nicht gut. Ich habe noch gestern Abend noch Darts gespielt, so gegen 23 Uhr bis 23.50 Uhr. Dann habe ich das auch erstmal jetzt beendet und mich dann lange hingelegen und festgestellt, jo, es hat keinen Sinn. Es wird nicht besser und es ist nicht besser geworden. Da habe ich jetzt die ganze Zeit heute Morgen auch noch ein bisschen mich hingelegen. Ab und zu war ich kurz aufgestanden und dann wieder am Hinlegen gewesen. Also es ist noch nicht ganz besser geworden, aber ich denke mal, aktuell bin ich jetzt etwas fitter als jetzt gestern Abend, um jetzt hier drei Videos aufzunehmen. Alle maximal so 10 bis 11 Minuten und dann nehmen wir einfach los. Heute Abend das 20, um 20 Uhr das 975. Video nicht vergessen. Das wird heute definitiv drankommen, egal wie es mir da geht. Aber wenn ich merke, es ist zu viel für mich, dann werde ich euch das Bescheid geben und dann in einem anderen Tag die Videos machen. Ich muss sowieso noch ein bisschen umplanen. Von daher, es ist nicht eure Schuld, es ist meine Schuld, weil es ist so viel zu tun und jo, ist es halt so, ne? So, hier waren wir zuletzt stehen geblieben. Wir haben hier Kisten hier aufgebaut und da verschiedene Materialien reingetan. Zum Beispiel haben wir hier Holzschwerter jetzt aufgesammelt. Ne? Kiste will nicht aufgehen, da. Da haben wir Holzschwerter, da haben wir andere Holzwerkzeuge drin, hier eine Axt, hier eine Holzhacke. So, dann haben wir sehr viel Erde gesammelt. So, können wir nutzen, um halt die Flächen geraden zu machen. Dann wird irgendwann drauf Gras wachsen. Dann haben wir hier ein paar Pflanzen gesammelt, ein paar Essensvorräte. Ja, am meisten die Äpfel, dann haben wir Stöcke, aus denen wir auch viele Sachen machen können, wie Zäune oder sowas. Dann hier andere Materialien oder Werkstoffe, kann man sagen. Hier Birkenholzmaterial, hier können wir nochmal hier Birkenholzbretter, die können wir eh gebrauchen. Zäune haben wir genug. Wir haben noch ein paar Treppen, wir haben ein Boot gebaut, mal so Spaß, und wir haben noch ein paar Türen. Dann haben wir hier ein paar Eichenholzmaterialien, hier Blöcke, haben wir noch einige Treppen, Schilder, Falltüren, Leiter, Truhen, Werkbänke und so weiter. Und sogar noch Treppen, die wir immer so als Dach benutzen oder generell so hier als Treppe. Ja, und dann hier, last but not least, hier die ganz große Truhe mit sehr, sehr vielen Eichenholzbretter, aus denen man sehr, sehr viele Sachen machen kann. Ja, was gibt es denn hier eigentlich noch zu tun? Ich wollte einfach mal hier gucken, was es hier so alles gibt. Hier haben wir den Keller. Ja, es hakt gerade ein bisschen, kein Problem. Sind wir mittlerweile gewohnt. Auf jeden Fall, wenn wir hier auch extrem viel lagern wollen. Dafür ist dieser Keller hier da. Hat schon einige Zeit gedauert, den so zu einzurichten. Gehen wir wieder hier nach oben. Ihr seht es auch hier, der Keller. Für alle, die noch nicht hier in dieser Welt reingeschaut haben. Gehen wir hier hoch, hier in die erste Etage mit unserem Balkon, einen kleinen. Nicht schlecht. Schöne Aussicht hier. Da gibt es schon viel. So, jetzt habe ich mich fast ausgesperrt. Nee, alles gut. Und hier oben wäre mein Schlafplatz, wenn ich irgendwann es schaffe, ein Bett zu machen. Dafür ist dieser Schlafplatz gemacht. Und wenn ich mal irgendwann es schaffe, hier Fenster zu erstellen, die würde ich dann alle durch die ganzen Säulen ersetzen. Ihr seht, das ist alles so ein Gefängnisgitter, kann man sagen. Aber bis dahin dauert es, denke ich, noch ein bisschen.
Dann wollte ich mal kurz gucken, was draußen aktuell zu machen gibt. Ja, ich kann ja nicht fliegen, stimmt. Ah ja, genau, hier hätten wir einen kleinen Weg hier runter, wenn es irgendwann mal hier ein paar Rohstoffe zu sammeln gibt. Können wir mal ganz kurz mal gucken. Ja, da habe ich morgen noch einen kleinen Travee gemacht. Können wir mal kurz gucken, was wir hier rausholen könnten. Da geht schon mal nichts. Dann hier dieses Erz. Können wir vielleicht auch sammeln, oder? Weiß ich jetzt nicht. Ich habe lange nicht mehr diese Welt gespielt. Ihr habt sie ja gesehen. Ne, aber auch die kann man nicht nehmen. Denn das hier habe ich glaube ich auch schon mal getestet. Ja. Geht auch nichts. Stein. Also ich muss wie gesagt sagen, mir geht es immer noch nicht wirklich besser. Ich weiß auch nicht, ob ich heute viel machen werde. Außer jetzt die Videos aufnehmen. Upsa, nicht. Ja, seht ihr? Dann mag ich es lieber so. Es ist noch nicht besser geworden. Ich habe mich gefühlt auch versteinert. Nee. Und hier geht's nicht weiter. Gut. Auf jeden Fall, falls wir hier was Schönes finden, haben wir hier diese Treppen gebaut. Dann gehen wir mal wieder hier hoch. So. Dann hier unser Garten. Sieht sehr schön eingerichtet da. Und hier viel Platz für auch irgendwie Schuppen oder irgendwie sowas, was man bauen kann. Dann gehen wir mal hier raus. Hier haben wir uns auch ein... Die Maus! Och Junge! Ja super, die Maus geht jetzt gar nicht. Junge! Geht doch! Warum klemmt die jetzt so? Naja, das heißt, hier wird es auf jeden Fall weitergehen. Wenn wir uns mal auf den Weg machen, irgendwelche Sachen einzusammeln, wie wir jetzt hier. Haben wir jetzt ein paar Samen jetzt, oder Weizenkörner. Aufgesammelt. Hier können wir noch so ein paar kleine Pflanzen mitnehmen. Ja, oder Sand könnten wir eigentlich auch mitnehmen, oder? Ja, so Sandblöcke. Ja, neue Rezepte verfügbar, seht ihr? Als Beispiel. Ja, dann können wir hier uns auf die Suche weiter nach Bäumen machen. Und die halt dann weiter zu Kleinholz verarbeiten, dass wir halt Material wieder haben. Aber aktuell haben wir sehr viel Material. Dann würden wir hier wieder zu Hause sein und ihr seht, gerade geht die Sonne unter. Und ich krieg die.
Die Tür wieder nicht zu. Ich krieg doch hier.